Ich hoffe, ihr seid wieder bereit für einige neue unheimliche Geistervideos. Bei dem ungemütlichen Wetter dort draußen könnt ihr es euch jetzt also gemütlich machen und ich wünsche viel Spaß beim Zuschauen. Nummer 1. Die Heimsuchung. Viele von euch kennen sicherlich den Film The Conjuring. Er ist einer der beliebtesten und in meinen Augen auch einer der besten Geisterfilme überhaupt und handelt von einer Familie, die nach einem Umzug in ein neues Haus schreckliche paranormale Ereignisse erlebt und von der scheinbar bösartigen Präsenz in ihrem neuen Zuhause förmlich gequält wird. In ihrer Not, ratlos darüber, was sie noch tun sollen, bitten sie das bekannte Dämonologen- und Geisterjägerpaar Ed und Lorraine Warren um Hilfe, welche sich des Falles annehmen und eine dunkle Vergangenheit des Hauses aufdecken. Was viele vielleicht nicht unbedingt wissen, ist, dass der Film auf einer wahren Begebenheit beruht und es die beiden tatsächlich gab. Unter vielen unheimlichen Fällen untersuchten sie tatsächlich auch die Geschehnisse im Haus der Familie Perrin, welche wohl zu den dunkelsten und bedrohlichsten gehörten, die die beiden je erlebt haben. Das Haus existiert noch immer und obwohl es den beiden angeblich gelang, die dunkle Präsenz aus dem Haus zu vertreiben, ist man sich sicher, dass dort nach wie vor paranormale Aktivitäten stattfinden, sodass vor einigen Jahren eine Familie, die an solchen Dingen interessiert ist, das Haus kaufte und dort einzog. Seither erlebten sie dort zahlreiche unheimliche Dinge und sie laden Geisterjäger aus der ganzen Welt dazu ein, im Haus ihre eigenen Erfahrungen zu machen. So tat es auch John, ein guter Freund der Familie, welcher hier insgesamt ein Jahr verbrachte und in dieser Zeit einiges auf Kamera festhalten konnte. Wir schauen jetzt einfach mal rein, was er so erlebt hat. So, the TV just shut off by itself. So, I thought I would start recording. The remote's over there, and now it's just laying over there. I'm texting on my phone. Someone here? Just heard like jiggling handle or something. Hello? Someone here? Did you shut the TV off? Strange. Let's turn it back on, I guess. Very weird. Keep hearing noises by the door. Are you behind the door? Hear you out there. Thought I saw it move a little bit. Oh, fuck. Holy fuck. Oh my god, that's fucking scary. Wow. I want to see what's behind the door, but I'm scared to go look. Oh my god. Whew, deep breath. Alright, I'm just gonna go for it. See for myself. See if anybody's behind here. Can't even open up hard. It's dark. Turn my light on here. Okay. Oh, no, let me turn it on. Yeah, I'll go turn the light on over here. It's so dark in here. Nobody here whatsoever. Hmm.
Well, it's another cold day here in the Conjuring house. Sort of knocking. Whoa. Hearing knocks upstairs. Another knock. And I have over here some cards set up. Wow, I just heard something like go across the floor upstairs. That's pretty loud. It's like banging something. If anyone's upstairs, can you knock for me? Can you knock twice to let me know that you're up there? Oh, fuck. All right, I heard you. Wow, I'm here by myself. Also, was haltet ihr von den unheimlichen Erlebnissen und Geräuschen im Haus? Alles nur inszeniert oder ist vielleicht wirklich etwas dran? Würdet ihr dort auch nur eine Nacht verbringen wollen? Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr von dem Ganzen haltet. Nummer 2. Das Ding in den Tunneln. Es gibt viele Menschen, für die unterirdische U-Bahn-Schächte mit ihren dunklen, endlosen Tunneln etwas ziemlich Unheimliches sind. Noch gruseliger wird es dann, wenn man abseits der öffentlichen Bereiche fernab von anderen Menschen in einem entlegenen Teil plötzlich etwas Seltsames hört, was man sich nicht erklären kann. Genau so erging es diesem Mann, der als Arbeiter bei einer unterirdischen Baustelle zusammen mit seinen Kollegen wirklich unheimliche Geräusche bemerkt und das Ganze auf Video festhielt. Dieses Video schauen wir uns jetzt an. We're not left there. I wonder what it is. I do, yeah. It's lifted up, park under. I think it's going in there. Oh shit. I need to fill it up. Can't get through there. No. Yeah. It fucking seen me and it fucking stopped. Do you not hear it? Stop. Stop, yeah. Come on, Rob, get out. I'm going to wait because we've got to do trade to the way. Also, was denkt ihr? Was waren das für Geräusche? Einige Leute vermuteten dabei eine Maschine der Baustelle, aber die Tatsache, dass das Geräusch plötzlich verstummt, als unser Kameramann noch einen weiteren Schritt in dessen Nähe macht, eventuell ins Sichtfeld von dem, was auch immer die Geräusche verursacht, spricht schon deutlich gegen eine Maschine. War es vielleicht ein Tier, welches sich in die Gänge verirrt hat? Oder vielleicht doch etwas Übernatürliches? Die beiden schickten unmittelbar danach einige Sicherheitsbeamte dorthin, die alles absuchten, aber nichts finden konnten. Was denkt ihr darüber? Nummer 3.
Im nächsten Video begleiten wir die beiden YouTuberinnen Mackie und Amanda, die sich in diesem Video für eine Nacht in einem angeblich stark heimgesuchten Hotel einbuchen, um dort nach den übernatürlichen Aktivitäten zu suchen, von denen zahlreiche Hotelgäste berichten. Sie laufen durch die große Anlage und ihre vielen langen Gänge, beziehen erst einmal ihr Zimmer und sprechen dann über die vielen Berichte von unheimlichen Erlebnissen aus dem Hotel. So sollen dort viele merkwürdige Geräusche zu hören sein, welche sich niemand erklären kann. Und einige Hotelgäste haben nachts seltsame Erscheinungen wahrgenommen und wurden teilweise sogar von unsichtbaren Kräften berührt. Die beiden begeben sich also mitten in der Nacht wieder aus ihrem Zimmer, um das Hotel zu erkunden. Und auch sie hören schon bald einige seltsame Geräusche. Maybe we go down to the bottom and come in from that way. So the end of the hallways. Can you hear that? From like floor to ceiling. Did you? Yes. Do you hear that? It's like a constant whisper almost. It's almost like whispering, like shh. Yeah. Shh. No. Kidding me? That came from in the restaurant. There's no way. Oh. Should we walk over there? No. Hello? Someone there? Shh. I'm like afraid. Yeah. Can you give us a sign that you're the one that we're seeing and hearing? You can make a knock, tap, whisper, but can you give us a sign? Did that light just turn on in there? That one? That blue one? It totally did. It totally. Are you kidding me? Those. They're over there now. There's no one down there, though. Nach diesen Erlebnissen gehen die beiden wieder zurück in ihr Hotelzimmer, wo sie nach weiteren merkwürdigen Geräuschen mit dem Geschehenen abschließen wollen, als Amanda plötzlich über schmerzende Beine klagt und die beiden auffällige Kratzspuren auf ihrem Oberschenkel finden, welche sie sich absolut nicht erklären können. Amanda selbst ist ein Medium und sie ist extrem offen für die spirituelle Welt. Könnte es also sein, dass irgendeine bösartige Präsenz anwesend war und sie angreifen und verletzen wollte? Wie würdet ihr reagieren, wenn ihr so etwas am eigenen Körper entdecken würdet, während ihr in einem angeblich heimgesuchten Hotel auf Geisterjagd seid? Denkt ihr, an den Gerüchten ist etwas dran und das Hotel ist wirklich Schauplatz paranormaler Aktivitäten? Ihr entscheidet. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet euch wieder ein wenig gruseln. Falls ihr neu auf dem Kanal bist, dann abonniere doch gerne, um auch in Zukunft nichts Unheimliches mehr zu verpassen. Hier gibt es wöchentlich neue Geistervideos. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, passt gut auf euch auf.